Ja, ich stehe hier unter der Stadtbrücke von Heide. Falls ihr über die mal ein Video haben wollt, schreibt es direkt in die Kommentare. Aber um die Stadtbrücke soll es heute nicht gehen. Ich möchte euch heute eine von drei Dingen zeigen, die eigentlich für mich der Hauptgrund waren, warum ich nach Dithmarschen bzw. Heide gezogen bin und unbedingt bei der Stadt Heide arbeiten wollte. Die erste Sache war die ganze Windkraft. Ja, das zukunftsträchtige Beispiel für erneuerbare Energie. Das zweite war, dass damals schon in den Kinderschuhen saß, dass Northvolt wahrscheinlich nach Heide kommen wird. Und das hat sich ja mittlerweile nahezu gefestigt. Wahrscheinlich wird Northvolt kommen, aber ganz sicher ist das noch nicht. Zumindest im Zeitpunkt, wo dieses Video gedreht würde, Anfang November 2023. Was anderes, was mich aber hier nach Heide geführt hat, ist Punkt 3, nämlich das Carré 100. Und das befindet sich hier, diese Straße runter, ja, und hier hoch, ja. Und da laufen wir jetzt heute mal zusammen durch. Ein paar Sachen werde ich euch zeigen. Ich werde euch das Viertel ein bisschen vorstellen, das Konzept dahinter. Denn dabei handelt es sich um ein nachhaltiges, zukunftsorientiertes Klimaschutz- und Mobilitätskonzept für die Stadt Heide, von dem ich zuvor schon ein bisschen was gelesen hatte. Und da dachte ich, ich muss hier nach Heide kommen. Heute geht es um das Carré 100 im Rüsdorfer Kamp. Ja, und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das Carré 100 im Rüsdorfer Kamp in Heide. Hier in dieser Richtung, direkt vor mir, sehr gut zu erkennen, befindet sich der Heider Bahnhof. Den habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Das entsprechende Video werde ich mal oben in den Infokarten verlinken. Aber es soll heute um dieses Viertel hier hinter mir gehen. Ja, ich laufe mal so ein Stück entlang und dann laufen wir da vorne irgendwann um die Ecke. Und dann kann ich euch das Viertel so ein bisschen zeigen heute. Wie eingangs erläutert, handelt es sich dabei um ein nachhaltiges Stadtviertel, wo neue Methoden der Energieversorgung etabliert werden sollen, ausprobiert werden sollen, wo man ein bisschen mehr Klimaschutz machen will und auch die Mobilität insgesamt verbessern will. Das heißt, die Erreichbarkeit mit dem Rad ausbauen will. Das galt insbesondere, als es 2017 begonnen wurde, als eines der großen Vorzeigeprojekte in Deutschland. Und ich war total fasziniert, als ich das erste Mal davon las, ja, als eines der Beispiele, dass zum Beispiel neben dem Pfaff-Gelände in Kaiserslautern oder dem Katenomont in Speyer, ja, in einem Atemzug erwähnt wurde. Seitdem sind jetzt, Stand heute, November 2023, rund 6 Jahre vergangen. Und was so in dieser Zeit passiert ist und wie sich das Ganze entwickelt hat, dazu möchte ich mich jetzt mal im ersten Beitrag des heutigen Videos beschäftigen. Im Jahr 2017 gab das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das damalige Bundesministerium für Klima und Energie bekannt, das geplante Projekt Carré 100 im Stadtteil Rüsdorf in Heide als eines von 6 Modellprojekten für erneuerbare Energien zu fördern. Anschließend wurden erste Ideen erarbeitet und dem Bauausschuss vorgelegt. Anfang 2019 fassten der Bauausschuss und die Heider Ratsversammlung den Beschluss, im sogenannten Rüsdorfer Kamp ein neues Stadtviertel zu errichten. Das Gelände erstreckt sich zwischen Bahnhof im Westen und Hans-Böckler-Allee im Osten und zwischen Hamburger Straße im Norden und der Berliner Straße im Süden. Langfristiges Ziel ist es, dass hier bis spätestens 2050 alle Gebäude zu 100% mit erneuerbaren Energien versorgt werden und auch in anderen Bereichen Maßstäbe im Blick auf klimafreundliche Stadtplanung gesetzt werden können. Zeitgleich mit der Bundesförderung gab es ab dem 1. November 2017 auch ein Förderprogramm in Zusammenarbeit mit der Universität Bremen und der Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, das allerdings am 30. Oktober 2022 auslief. Dessen Ziel war die Etablierung einer Versorgung des Gebietes mit Fernwärme und Windenergie sowie die Bereitstellung von Wasserstofffahrzeugen. 2019 fand im Stadttheater Heide eine erste Informationsversammlung statt, bei der über das weitere Vorgehen gesprochen wurde. Es kamen über 100 Menschen hauptsächlich aus dem Quartier selbst. Die Anwesenden konnten selbst eigene Ideen einbringen und vorstellen. Seinerzeit wurde auch über Carsharing-Konzepte gesprochen, die zusammen mit der ansässigen Stiftung Menschen stehen konnten. Eine Inbetriebnahme war bis März 2020 geplant. Ob dieses umgesetzt wurde, weiß ich aber nicht. Es folgten 2020 und 2021 weitere ähnliche Veranstaltungen, die ebenfalls gut besucht waren. Mitte 2021 stiegen ebenfalls die Stadtwerke Heide als Investor in das Projekt ein. Diese wollen sich eigenhändig um den Bau der lokalen Energieversorgung kümmern, respektive um die Errichtung des geplanten Blockheizkraftwerkes sowie bei der Errichtung von Solardächern die Bürger unterstützen. Zudem fanden 2021 Geothermiebohrungen im Gelände mit positivem Ergebnis statt.
Ende 2022 lief zudem die Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung aus. Inzwischen wird das Projekt bis zum 31.12.2024 noch von der Entwicklungsagentur Heide und anderen lokalen Trägern gefordert. Danach ist die Finanzierung unsicher. Bisher wurden über 25 Millionen Euro Fördergeld investiert. Viele Politiker der Stadt Heide haben nun die Angst, dass das Carré 100 zum Millionengrab werden könnte. Ja, ich bin jetzt hier im Rüstdorfer Kreisel angelangt, einer der wenigen Kreisverkehre, die wir leider in Heide haben. Dahin gelangt man, wenn man durch dieses Viertel durchläuft, entlang dieser Straße hier, der sogenannten Rüstdorfer Straße. Man sieht hier schon die ein oder anderen Vorleistungen und natürlich auch viele alte Gebäude, die im Rahmen dieses Konzepts saniert werden sollen und energetisch angepasst werden sollen an zukünftige Bedingungen. Das ist die eine gute Idee dahinter. Die andere gute Idee ist, dass man natürlich auch durch Neubau ja neue Maßstäbe setzen will und vielleicht auch verschiedene Dinge erproben will, die zukünftig relevant werden könnten. Und was alles so konkret planungstechnisch hinter diesem Projekt steckt, das zeige ich euch jetzt mal. Beim Carré 100 sollen sowohl neue Häuser entstehen, als auch Bestandsgebäude integriert werden, wobei alle Gebäude mittelfristig an die neue Energieversorgung angepasst werden sollen. Dabei soll ein Mix aus Gebäuden mit Solardächern und einer zentralen Versorgung via Blockheizkraftwerk entstehen. Die energetische Versorgung des Blockheizkraftwerkes soll hauptsächlich über lokale Geothermie erfolgen, aber auch entstehende Gase der Raffinerie Heide, respektive Wasserstoff und Methan, ist Fahrtwärme nutzen. So soll ermöglicht werden, dass kein zusätzliches Kohlenstoffdioxid produziert wird. Außerdem sollen die neuen Gebäude hinsichtlich der neuesten Standards der Wärmedämmung errichtet werden. Dabei ist auch die Errichtung von Passivhäusern denkbar. Auch die Bestandsgebäude sollen langfristig entsprechend umgerüstet werden. Insbesondere die Umrüstung soll in enger Abstimmung mit den Anwohnern stattfinden. Ferner handelt es sich um eine Baumaßnahme im Sinne des § 13a BauGB. Diese Planungen der Innenentwicklung folgen einem vereinfachten Verfahren, das keiner eigenen Umweltprüfung bedarf. Das Gesetz dient dazu, Neubauten auf der grünen Wiese zu vermeiden. Zum Thema der Bebauungsplanung in der Innenentwicklung habe ich vor einiger Zeit mal ein Video hochgeladen, das ich oben in den Infokarten verlinken werde. Innerhalb des Rüstdorfer Kamms gibt es zahlreiche Brachflächen, die zukünftig bebaut werden sollen. Es sind allerdings keine reinen Wohngebiete geplant, sondern allgemeine Wohngebiete und Mischnutzungen, sodass Gewerbebetriebe und soziale Einrichtungen ebenso wie eben Wohnhäuser errichtet werden können. Gewünscht ist die Ansiedlung von Gewerbe, dessen Schwerpunkt in der Umsetzung nachhaltiger Lösungen in Energie und Technologie steht. Bereits jetzt befinden sich im Gelände die Firma TC Hydraulik, die unter anderem nachhaltige Bauteile für Airbus-Flugzeuge herstellt, und das Kurbadehaus Liebig. Vor der Hydraulikfirma wurden auch Wasserstofftankstellen eingerichtet und es wird an Technik von Wasserstofffahrzeugen im Stadtverkehr geprobt. Auch die Deutsche Bahn will die lokale Energie nutzen. Bis 2026 soll in Heide eine Oberleitungsinselanlage entstehen, sodass Akkuzüge in Heide aufgeladen werden können. So könnten in wenigen Jahren die Dieselloks auf der Marschbahn durch Elektroloks ersetzt werden. Für die Testphase wurden im Osten des Bahnhofs im Sommer 2023 Strommasten aufgestellt. Darüber hinaus sollen im Gelände auch Park- und Aufenthaltsflächen stehen. Es wird also ein Teil der noch aktuell sehr hohen grünen Vegetation erhalten bleiben. Dadurch könnte eine neue Mitte in Heide mit Kälteinsel geschaffen werden. Dies würde sich auf das gesamte Stadtklima positiv auswirken. Zudem werden so auch neue Flächen zum Flanieren für Anwohner und Touristen geschaffen. In diesem Zusammenhang ist freilich auch eine Begrünung vieler vorhandener und geplanter Gebäude vorgesehen. Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts ist auch die Neugestaltung des Bahnhofsgeländes. In diesem Zusammenhang entstand auf dem Bahnhofsvorplatz auch der neue zentrale Omnibusbahnhof. Mittelfristig könnten so auch Busse die Energieversorgung des Gebietes für Ladetechnologie nutzen. Zudem soll der Bahnhof durch die Begrünung und Öffnung zur Stadt hin besser aufgewertet werden. Zwischen der Stadt und dem Carré soll über den Bahnhof eine optische Verbindung geschaffen werden. Im Moment existieren mehrere Entwürfe über die genaue Ausgestaltung des Konzepts. Die Varianten unterscheiden sich unter anderem hinsichtlich der Lage einzelner Gebäude und Grünflächen sowie der detaillierten Straßenführung. Mehrere Varianten zu erarbeiten ist typisch für die aktuelle frühe Stufe im Bauleitplanverfahren. Welche Variante sich am Ende durchsetzt, wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich zeigen. Wie eben geschildert, wird beim Carré 100 ein Viertel geplant, wo Mischnutzung und Wohnnutzung gleichzeitig existieren und eben Verschiedenstes ausprobiert wird im Hinblick auf den Klimawandel. Man muss aber dazu sagen, überall, wo Vorteile sind, sind letztlich auch immer Nachteile. Denn das ganze Viertel kommt nicht bei allen in Heide super gut an. Hier also mal ein kurzer Essay darüber,
welche Nachteile das Viertel vielleicht hat. In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern stellte ich immer wieder fest, dass nicht alle von dem Konzept überzeugt sind. Im Hinblick auf die immensen Kosten, die bereits ausgegeben wurden, ohne dass nennenswerte Veränderungen sichtbar sind, befürchten viele, dass ihr Geld investiert werden könnten, die an anderer Stelle ausgegeben werden sollten. Viele Menschen aus Heide teilen zudem die Angst der Politik, dass das Konzept ein Millionengrab werden könnte. Zudem wird kritisiert, dass die Stadt Heide an vielen Stellen der Gemarkung nicht in Klimaschutz investiert, wodurch das Carré 100 wie eine Maßnahme für Greenwashing wirkt. Tatsächlich habe auch ich diese Befürchtung, dass einige Heider Stadtratsmitglieder denken, dass durch das Carré andere Maßnahmen nicht notwendig erscheinen. Allerdings sollten der Radwegeausbau sowie die Schaffung von Blumenwiesen in Verkehrsinseln und Fassadenbegrünung im gesamten Stadtgebiet umgesetzt werden. Ferner wundert es einige Menschen, dass das neue Wohnviertel Auguste-Ebeling-Ring auf dem Gelände Kamera überwacht ist, weil dies den Eindruck einer Gated Community erweckt. In diesem Zusammenhang vermuten auch einige, dass das Carré ausschließlich einer bestimmten elaborierten Klientel vorbehalten sein könnte und sozial schwache Menschen aus dem Gebiet verdrängt werden. Dass dies geschehen wird, ist den rezenten Planungen jedoch nicht zu entnehmen, zumal die Stadt Heide Sozialwohnungsbau gezielt fördert. Darüber hinaus gibt es auch solche, die Technologie wie Wasserstofffahrzeuge und Solardächer insgesamt skeptisch sehen. Damit verbundene Ängste basieren aber zumeist auf Unwissenheit oder der allgemeinen Angst vor Veränderungen. Mit Fortschreiten der Planung und Bebauung werden diese sicher verschwinden. Die anderen Kritikpunkte halte ich aber teilweise für berechtigt. Und je nachdem, wie die Stadt damit umgeht, könnte sich dies letztlich sogar positiv auf das Gesamtkonzept Carré 100 auswirken. Übrigens gehört auch diese Parkanlage, durch die ich hier gerade laufe, zum Carré-Gebiet dazu. Das umfasst nämlich vom Rüsterfer Kreisel hier rüber das gesamte Gelände, teilweise auch den Bahnhof. Denn es sind eben verschiedenste Projekte, Klimaschutz, Mobilität und Energie, die da umgesetzt werden sollen. Und eigentlich soll das Ganze ja einen Vorbildcharakter haben, dass sich irgendwann andere Städte daran orientieren und das anschauen und sagen, cool, so wollen wir das auch machen. Ich sehe das leider noch nicht. Ich muss aber sagen, dass ich diese Parkanlage, die hier neu entstanden ist, ganz interessant finde. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis in die richtige Richtung. Und gerade im Hinblick auf Northvolt werden sich vielleicht neue Optionen für die Stadt ergeben, wo vielleicht dieses Viertel wieder an Bedeutung bekommt. Ich bin ein Fan von diesem Projekt und ich würde mir wünschen, dass das umgesetzt wurde. Und ich will das auch sehen, dass das umgesetzt wird und dass Dithmarschen die Vorzeigeregion wird, die es verdient hat zu sein. Wie wäre es doch mal, wenn sich das Gefälle in Deutschland umdrehen würde? Bis jetzt boomt alles im Süden und der Norden ist arm. Durch den Klimawandel und neue Konzepte hinsichtlich Energiewende und Verkehrswende könnte sich das umdrehen, wenn Regionen wie Dithmarschen das nötige Potenzial ausschöpfen. Wir haben hier Windkraft, wir könnten hier die Windenergie und die Fernwärmeenergie der Raffinerie, wie geschildert, super nutzen, um hier ein Projekt zu haben, das eben wirklich ein Leuchtturmprojekt ist und nicht nur ein Prestigeobjekt. Die Stadt Heide sieht darin ein Leuchtturmprojekt, aber für ein Leuchtturmprojekt müsste meiner Meinung nach noch mehr geschehen. Zudem steht dieses Projekt ja auch im Schatten von der Planung rund um die Eiche an der Österweide. Der ein oder andere, der meinen Kanal länger verfolgt, weiß, wovon ich rede. Ich würde dazu hier am Ende mal noch ein Video verlinken. Außerdem möchte ich auf ein ganz anderes interessantes Projekt hinweisen in Itzehoe, das meiner Meinung nach auch super genial ist und wo ich mir hoffe, dass das wirklich gut umgesetzt wird, die Störschleife in Itzehoe. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dort könnt ihr gerne diskutieren und ich werde euch bezüglich des Projektes, sofern ich hier in Dithmarschen wohnen bleibe, auf dem Laufenden halten. Wenn das Projekt gut läuft, werde ich wahrscheinlich hier bleiben, denn ich will in dieser neuen Boomregion unbedingt leben. Ich werde euch nicht nur hierfür auf dem Laufenden halten, sondern zeitnah vielleicht auch mal was über Northvolt machen. Wie genau ich das mache, weiß ich aber noch nicht. Aber wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal und abonniert mich auch in den sozialen Netzwerken, die unten verlinkt sind. Wenn ihr mich bei meinen Ausflügen und Touren und Projekten unterstützen wollt, spendet mir gerne auch was bei PayPal. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen von euch ja demnächst mal in Heide. Bis dahin erstmal. Ciao.